Willkommen hier zurück zu Let's Play Scars of the Shogun. Und wir sind hier in der 8. Folge und widmen uns auch, ich glaube, es ist tatsächlich die 8. Mission. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stimmt, wir haben ja in einer Folge eine verkackt. Widmen uns hier der 7. Mission. Und zwar der trunkene Träumer. Wie bereits in der letzten Folge angesprochen. Ui. Das ist ja geil. Hier sieht man das alte Cover von dem Spiel. Wie gut. Voll die geile Idee, das auch mal so einzubringen, einfach als Ladescreen oder so mal zu zeigen. Egal, es geht los. Ich bin ganz hibbelig, ich freue mich schon total drauf, ich liebe dieses Spiel. Wir sind schon ganz nah am Tor zur Monsunsteppe, eure Fürstlichkeit. Und diesem miesen Verräter Kurokawa einen Schritt näher. Ach nee. Wie schön euch zu sehen. Sakura, ich, hi. Kleine Anmerkung, dafür, dass er als Skelett ja eigentlich keine, männlichen Gliedmaßen mehr hat, um es mal, diskret zu umschreiben, ist er doch ganz schön schwanzgesteuert. Die Sache mit General Rumioka tut mir wirklich leid. Er ist eifersüchtig bis auf die Knochen, fürchte ich. Der Trottel scheint mit jeder Wiederbelebung durch den Shogun besessener von mir zu werden. Der Shogun? Wer ist dieser Shogun? Der Shogun der Toten, natürlich, Dummerchen. Ihr wisst schon, das Wesen ultimativer Macht, das über das Jenseits herrscht. Ehrlich gesagt ist er jedoch... Sakura, mein schnuckliges Kirchblütlein. Oh nein, nicht das schon wieder. Hast du meine Textnachrichten nicht erhalten? Gib mir einfach eine Chance, Baby. Ich schwimme in Geld. Für dich soll es Reis und rote Tränke regnen. Du wirst dich wie eine Göttin fühlen. Sie ist eine Göttin, du Idiot. Ich gehe da mal lieber. Aber ich werde eure Reisvorräte etwas auffüllen, damit ihr mehr Truppen rufen könnt. Vielleicht können die diesen Kerl ja zur Raison bringen. Kleine Schläge erhöhen schließlich das Denkvermögen. Ich schätze, das werden keine kleinen Schläge sein. Ah, sie ist unnahbar. Und du? Warum spricht sie mit dir? Du mit deiner blöden roten Rüstung und deinem doofen Hut? Er trägt genau die gleichen Sachen, bloß in lila. Papalapap. Wer braucht schon eine geschliffene Zunge, wenn er diese leistungssteigernden Tränke hat? Verstehe. Damit hat es nichts zu tun. Hast du öfter Probleme mit deiner, Leistung? Achso, damit hat das nichts zu tun. Oh, der hat sich da ein bisschen was reingezwiebelt, sieht aber auch nicht so gesund aus. Ein Typ war nach dem Ding mal so krass drauf, dass er 14 Stunden nicht mehr runterkam. Musste ihm eine Krankenrikscha rufen. Die Katze hat lang genug mit ihrer Beute gespielt. Männer, wir schlagen zu. Ergreift eure Waffen. Runde 1. Fight! Besiege den General. So, unser Meister wird erstmal wieder eine ganze Runde meditieren, bevor wir ihn erwecken. Und wie man jetzt hier schon sieht, wir überfliegen mal kurz das Schlachtfeld. Es gibt 3 Schreine zur Heilung und 3 zum Leute kaufen. Wir müssen möglichst beide Heilschreine kriegen, also 2, damit er nur einen hat. Das heißt, wir sollten uns nördlich orientieren, damit wir am besten die 4 Dinger da im Norden bekommen. Das ist, glaube ich, der Plan. Ich glaube, dass der Plan ist. Ich habe den Meister nicht gefragt. Der pennt nämlich hier noch. Ansonsten machen wir kurz 2 Nahkämpfer, 2 Reiter und 2 einen Bogenschützen haben wir auch. Und der pennt, das ist alles super. Okay, das heißt, wir haben mehr Reis, um Leute zu beschwören. Ansonsten werden wir jetzt erstmal uns nördlich halten, um möglichst oben alles zu bekommen und auch diese Heilposten zu bekommen. Die Reisfelder, vielleicht holen wir uns da auch noch den einen südlichen. Aber ansonsten gehen wir eher so in Richtung Norden. Ich schätze mal, wir schicken mal den Reiter hier. Mal hier nach unten und der versucht sich hier das Feld zu erhaschen. Kommt er zufällig hier ran an das Feld? Das reicht leider nicht. Ist egal, dann wartet er hier. Dann holt er sich danach als nächstes dieses Feld. Der holt sich schon mal diesen Schrein. Ah ja, okay, super. Dann kann der sich hier das Feld holen.
Ist das schon mal safe? Und der Meister hier, was ist das für ein Trank? Zum Links kommt er nicht. Okay. Gegner. Oh Gott. 5 Minuten schon. Ich habe kurz auf die Online geguckt. Ja, da holen sie schon mal den ersten Heilschrein. Den müssen wir möglichst schnell erobern, damit sie sich nicht heilen können. Das ist nämlich ein essentieller taktischer Vorteil. Runde 2. So, wir haben gerade unseren Heilmensch bekommen. Heilmenschen bekommen. Und da oben, wir schaffen den abzuknallen. Ich glaube aber nicht. Wir versuchen es trotzdem mal. Das klingt so witzig einfach, wenn die laufen. Er kommt leider nicht ran. Okay, dann geh mal hier rein. Was ist das für ein Trank? Was ist denn das für ein Trank? Krafttrank. Ziehen wir uns einfach mal rein. Lieber Bogenschütze, trink. Bam. Jetzt ist er rot. Ich weiß nicht, was es bringt, aber wir haben ihn getrunken. Das ist das einzig Entscheidende. So, hören wir uns jetzt auf jeden Fall mal... Ja, warte mal. Wir holen mal mit ihm... So riskant es auch ist, wir holen mit ihm hier dieses Feld. Und mit ihm holen wir dieses Feld. Der... kommt auch nirgendwo ran, ne? Dieser kleine Kacke... Sorry, aber der ist so lahmarschig, der schafft es echt nicht, brauchbar voranzukommen. Egal, haben wir das? Und jetzt, oh, warte mal, können wir mit ihm da ran, dass wir ihn angreifen können? Nicht direkt, was ist das für ein Trank? Heiltrank? Dann lassen wir den erstmal noch so stehen. Okay, und ihn pushen wir da erstmal so ein bisschen in die Gosch. Und dann ist der Zug vorbei und wir schauen mal, was die Gegner entgegenzustellen haben. Jetzt haben sich da gerade einen Bogenschützen gerufen. Wir sollten auch... Autsch. Allerdings war das schon eine Aktion. Oh! Oh, der hat uns da ganz gut auf die Fresse. Aber wir haben gleich die 2 Reißsänger bekommen, dann können wir neue Leute beschwören. Ich hoffe, wir haben uns nicht allzu dumm verhalten jetzt im Nachhinein. Runde 3. So, mal gucken. Also unser Meister hier schafft es auf jeden Fall nicht, den Natur zu kriegen, der hier unten, der Reiter. Wir haben noch unseren Nahkämpfer, der könnte auf... Also er hier braucht irgendwie eine Heilung, wie es aussieht. Vielleicht könnte man aber mit den beiden in Kombi... diesen Bogenschützen da klären. Ich glaube, das sieht gut aus. Bleib mal hier stehen. Jo, das sieht sehr gut aus. Dann macht den Seelenwald zusammen, unterstützt euch gegenseitig und du haust den Bogenschützen da weg. Da haben wir schon mal einen von denen geklärt. Und, ja, du bleibst einfach hier stehen, kannst ja nicht viel machen. So, 3 Aktionen haben wir noch. Haben die schon einen von uns getötet? Bin ich mal noch einen 5. kriege? Wir haben 2 Reiter, 2 Nahkämpfer. Bin ich doof? Ah, nee, hier ist ja noch der Bogenschütze. Ah, okay, ich bin doof. Ach, haben wir das geklärt. So, die Frage ist, wie kommt der kommt bis dahin? Ich könnte vielleicht schaffen, deren anderen Bogenschützen noch zu killen. Können wir ja mal versuchen. Ja, sieht gut aus. Haben wir das. Und jetzt holen wir noch unseren anderen Bogenschützen hier mit dran. Jo, haben wir den auch nochmal weg. Das heißt, seine Bogenschützen sind schon mal alle raus. Wenn er sich nicht neu beschwört, dann hat er ja nur einen gehabt und einen extra beschwört. Das war eine gute Aktion. Das war auf jeden Fall eine gute Aktion. Wir haben jetzt hier unten noch unseren Reiter. Der könnte jetzt nochmal dem da aufs Maul geben. Wird ihn aber nicht töten. Ich glaube, das machen wir trotzdem mal. Dann hat er nicht mehr so viel zu sagen und kann in der nächsten Runde vielleicht mal gekillt werden. Okay, ziehen wir mal hier ins Gebüsch. Und dann beenden wir unseren Zug und schauen, was der Gegner uns entgegenzusetzen hat. Die hat neuen Typen beschworen. Die holen sich da den Schrein. Das ist der nächste Runde. Werden wir auf jeden Fall gegen... Autsch, unser armer Bogenschütze. Auf jeden Fall gegen den gehen, der versucht, den Schrein zu bekommen. Das heißt, sollte reichen. Sollte reichen, ihn zu überraschen. Und da unten... Ah, der heilt sich da immer. Das ist natürlich bitter. Runde 4. Okay. So, wir fahren weiterhin ordentlich Reis. Vielleicht schicken wir ihn doch mal jetzt, weil er nicht mehr so viel zu sagen hat, hier rauf. Weil wenn er es heimsucht, heilt er sich nebenbei, glaube ich. Wir wollen auf jeden Fall den hier aufhalten. Das heißt, du, mein Freund... haust mal auf ihn ein. Ist aber nicht wirklich viel Schaden gemacht. Das ist natürlich doof. Warte mal hier. Du bist mal hier stehen. Und bist du hier getroffen?
Ja, er killt ihn. Sehr gut. Haben wir das schon mal verhindert, dass sie da noch einen Heiler bekommen? Und er bleibt hier stehen, damit er sich heilen kann. Also jetzt haben wir noch zwei Aktionen, und zwar genau mit den beiden Jungs hier oben. Wir gucken mal ganz kurz durch. Er hat noch den Heiler, der ihn verliert, sobald wir diesen Schreiner nehmen. Er hat ansonsten noch hier einen Reiter und er hat zwei, drei Schwertkämpfer und einen Reiter hat er noch. Wir stehen da mit einem Bogenschützen, zwei Reitern und einem Nahkämpfer. Das heißt, wir haben bereits verloren. Und unserem Heiler. Vielleicht sollten wir unseren Heiler mal nachziehen, um unseren Typen da vorne zu heilen. Reicht der ran? Reicht nicht ran. Okay, dann lassen wir ihn mal stehen. Stattdessen vielleicht, oder wir nehmen unseren Heiler mal, um den Schreiner unten zu erobern. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Dann haben wir hier oben aber nur noch eine Aktion über. Und zwar ist die Frage jetzt, killen können wir damit nichts und niemanden. Huch. Ich glaube, wir schicken ihn mal hier hoch. Dass ich mir vorstellen kann, dass der dann darauf geht. Aber ist egal. Und um diesen Schreiner einzunehmen. Gegner! Er heilt wieder. Schon mal eine Aktion verschwende, weil der Typ war so gut wie völlig am Leben. Scheiße. Ich dachte, man hält sich da nebenbei, aber es hat nicht gereicht. Ich hätte ihn weiter wegziehen sollen. Gut, das ist sehr gut, dass er noch lebt. Ich weiß, ob er ihn noch tötet. Ja, er tötet ihn. Scheiße. Okay, wir müssen dringend Einheiten nachproduzieren. Weil wir ansonsten echt am Arsch sind. Runde 5. So, Meister Heiler. Wir haben ordentlich Reis produziert. Richtig ordentlich. Und wir schnappen uns jetzt mal den Dings da unten, damit wir weiterhin Reis herstellen können. Ansonsten, ich glaube, wir fressen mal mit ihm diesen Schädel. Dann wird er stärker und heilt sich. Und bald machen wir ihn zu einem Dämon damit. Dann warten wir mal wieder hier. Okay, die Frage ist, ich glaube, wir ziehen echt unsere Leute so ein bisschen zurück. Das wäre am sinnvollsten. Hast du mal auch diesen Schädel? Jo. Und dann lass dich mal nach hinten. Obwohl er voll ist. Ich stelle ihn mal hier rauf, damit er dieses Portal nicht bekommt. Und jetzt haben wir noch zwei Aktionen, die wir nicht wirklich nutzen können, weil... Ach, warum ist das nicht einer von uns? Ach, das stimmt, da steht noch ein Nahkämpfer von uns. Habe ich ganz übersehen. Ich könnte jetzt riskieren mit ihm, das macht aber keinen Sinn, den auf den Schrein zu schicken. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Fuck. Das ist clever. Wir haben jetzt noch zwei Aktionen. Ich würde sagen, wir fesseln unseren Chef auf jeden Fall. Der hat zwar jetzt nur 11 Leben, aber der hat sowieso zwei Aktionen und wir können ihn ja Schädelessen noch stärker machen. Wir brauchen ihn im Kampf. Das machen wir jetzt einfach schon mal. Ja, ich möchte meinen General erwecken. So, kommen wir hier nach vorne, Meister. Ja, kannst du dich ein bisschen im Laub hier verstecken. Und, oh Gott, was machen wir denn mit ihm? Ich weiß auch nicht. Also steht er eigentlich ganz gut. Entschuldigt. Ich trinke mal einen Schluck. Entschuldigt. Boah. Entschuldigt. Ich denke mal vor der Aufnahme. Manchmal reicht es einfach nicht, wenn man hier so viel reden muss. Boah, ich kann mich nicht entscheiden. Was mache ich denn mit dem hier? Also er kann niemanden töten. Das steht außer Frage. Ich könnte den da unten schon mal so anschlagen, aber dann wird der Heiler ihn heilen. Das heißt, unsere Aktion würde nur dazu führen, dass er eine Aktion verschwendet. Was er aber indirekt auch nicht tut, weil er 5 Aktionen hat und der Heiler ist, er hat nur 5 Leute, abgesehen vom Chef. Das heißt, was wir machen können, ist unserem Typen da oben oder wir könnten unseren Bogenschützen so ein bisschen zur Hilfe eilen, ist die Frage. Also er kommt auf jeden Fall sonst mit seinen Reitern durch. Ich gehe mal mit ihm auf den Reiter einfach drauf. Das macht, glaube ich, doch schon irgendwie Sinn, in der Hoffnung, dass er dann auf meinen Reiter, auf meinen Nahkämpfer geht, anstatt auf meinen Bogenschützen. Vielleicht rettet ihm das den Arsch. Gegner. So, halt ihn trotzdem wieder. Der war sogar voll geheilt, aber jetzt geht er trotzdem auf meinen Bogenschützen, verdammte Kacke. Aber er ist jetzt nah genug dran, glaube ich, um ihn mit meinem Boss in der nächsten Runde anzugreifen. Und das ist das, was zählt. Und die hauen ihn tot, ja. Aber wir haben jetzt endlich so einen Schrein und können ganz kräftig Leute beleben oder erwecken. Wir haben am Anfang richtig gut geholt. Runde 6. Aber wir sind jetzt so ein bisschen im Nachteil, weil er halt immer sich Leute angeschafft hat und wir nicht. Aber das ist nicht das Problem, weil genau das werden wir jetzt auch tun. Wir beginnen mit unserem Chef. Der müsste nämlich genau noch gerade so ranreichen, um den Wichser 1 aufs Maul zu geben. Entschuldigt die Ausdrucksweise, aber das ist genau das. Nein! Nein! Reicht nicht ran. Okay, egal. Meister, dann bleibst du hier. Und Meister Bogenschütze, du wirst dann halt einfach... was wird er wohl tun? Ich stelle ihn mal wieder auf dieses Portal-Dings, dann haben sie einen Wall und so. Und wir killen mal seinen Reiter. Kann sich der Chef den als nächstes reinzwiebeln?
Und haben wir den jetzt? Ja, jetzt haben wir den. Beschwören. So, wir brauchen auf jeden Fall am besten ein paar Reiters, die wir nach vorne schicken. Dass wir da unten so ein bisschen ruhen und vielleicht noch einen Bogenschützen. Wir haben noch zwei Aktionen, den nutzen wir jetzt eh nicht. Wir sind durch. Dem Reiter könnte ich da oben nochmal Leute beschwören. Müsste ich aber das Portal jetzt erstmal schnappen. Machen wir einfach. Mal heimsuchen, dass wir da oben Leute auch rankriegen. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Da haben wir so einen leichten taktischen Vorteil, dass wir von zwei Seiten angreifen können. Und hier beschwören wir einfach noch einen weiteren Reiter, damit wir möglichst schnell den unteren Teil von ihm erledigen können. Ganz im Süden, wo er den einen Krieger hat und den Schrein. Weil wenn wir das schaffen zu überrennen, dann hat er keine Möglichkeit mehr Einheiten in den Kampf zu rufen. Und die Sache ist gegessen. Ich überlege gerade, ob wir es versuchen, wieder so schnell wie möglich zu beenden, indem wir einfach den Boss klar machen. Weil das wird jetzt wieder passieren, dass er unüberlegt den Boss reinschickt. Und dann hat er ihn erweckt. Oder... Hau drauf. Yes. Oder ob wir versuchen, erstmal so alles wieder klar zu machen, um diese Erfolge vielleicht zu bekommen mal. Und halt mehr EP. Dann leveln wir schneller und ich weiß nicht, was das bringt. Runde 7. So, Meister Chef. Meister Chef wird auf jeden Fall jetzt diesen Typen da unten klären. Kaleren wird er ihn. Das machen wir jetzt. So, Meister Chef. Und der ist fast tot. Er wehrt sich mit einem Schlag. Aber das spielt keinerlei Rolle, denn... Er ist bereits besiegt. Nein, ist er nicht, weil wir ziehen uns lieber diesen Schädel hier rein. Und, achso, verdammt, ich wollte den Schädel reinziehen und nicht Heimsuch machen. Egal. Meister Bogenschütze, mach du ihn fertig. Sehr gut. Und dann bleib mal da stehen. Kannst du unserem Chef mal so ein bisschen Unterstützung geben. Und der Chef kann sich da nochmal zwei Schädel reinzwitschern. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und hier oben steht jetzt dieser Heiler, der versucht, unser Gebiet zu übernehmen. Warum? Weiter. Hol uns mal den Heiler. Kann er sich gerne dieses Reisfeld holen, das ist eh fast weg. Also da hat keine Punkte mehr, das bringt gar nichts, außer dann einen Heilpunkt zu haben. So, hier unten, wie ihr seht, haben wir neue Einheiten. Genau diese werden wir benutzen, um ihn hier in die Dornen reinzukicken. Ganz genau. Und jetzt kommt nochmal Reiter Nummer Dos. Der wird auch nochmal hier kräftig draufhauen. Dann ist der schon mal fast weg und uns gehört da unten dann gleich... Dieser Schrein sowie ein Fight mit dem gegnerischen Boss. Die Gegner sind dran. Oh, jetzt hat er da nochmal einen Reiter beschworen. Ah, da hat sich den Schädel da reingeflaschert. Daran habe ich nicht gedacht, verdammt. Aber ist egal. Dieser Schrein gehört uns und damit auch dieser Heiler. Hahaha, er überlebt's trotzdem. Nee. Ach, verdammt, doch nicht. Nein! Okay. Ist egal. Runde 8. Wir haben genug Einheiten und wie ihr seht, kontrollieren wir gleich den Süden. Er versucht sich den Norden zu holen. Und das spielt keine Rolle, denn es ist bereits alles entschieden. Behaupte ich jetzt einfach mal. Unser Chef zwitschert sich jetzt nämlich zwei Schädel rein und wird immer stärker und stärker. Das ist das Einzige, was zählt. Ist der schon zum Dämon? Nee, wa? Also beide zum Dämon wird, das heißt noch ein Schädel mehr. Dann, liebe Freunde, dann. Ist es soweit und er kann drei Aktionen pro Runde machen. So, wir haben ja noch einen Bogenschützen, einen süßen, kleinen, kuscheligen, süßen Bogenschützen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt, mit dem denn da unten zu killen, weil dann können wir uns das Reisfeld holen und den Dings. Ich glaube, das machen wir. Wir ziehen ihn mal hier vor, der kommt irgendwie nicht voran. Okay, mal ihn da unten. Dann können wir unseren, dann haben wir da unten schon mal einen Schädel liegen von unserem Chef in der nächsten Runde. Ich gehe hier so ins Laub. Der hier geht hier lang und holt sich den Schrein. Der geht hier lang und holt sich hier unser Reis. Und jetzt haben wir noch eine Aktioner. Damit könnten wir eine Einheit beschwören oder einen Heiler benutzen. Heiler benutzen macht irgendwie nicht viel Sinn, weil eigentlich alle relativ geheilt sind. Also ich könnte ihn da unten heilen. Er hat nur ein Leben verloren. Wahrscheinlich wird er eh sterben bei dem Versuch jetzt. Muss man so ehrlich sagen, er wird sehr wahrscheinlich bei dem Versuch draufgehen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Einheiten beschwören. Das macht Sinn, glaube ich, wieder einen Reiter zu holen, damit wir den nach vorne holen können. Weil der einfach so schnell ist. Ja, ich glaube, das machen wir auch. Bogenschütze wäre auch nicht verkehrt, aber das machen wir dann danach. Zug beenden. Gegner. Ja, war klar, dass sich den Schädel jetzt reinholt. Aber das spielt keinerlei Rolle, denn... Ah, cool, da ich jetzt den Schädel sich geholt habe, überlebt unser Typ da unten übrigens. Da haben wir echt Glück... Ah, nee, der doch. Der geht auf den Bogenschützen. Das war ein sehr großer Fehler, mein Freund. Du weißt zwar noch nicht, was für ein Fehler... Du wirst es bald herausfinden. Jetzt versucht er sich da oben unseren Schrein zu holen. Runde 9.
So, was wir machen können, ist zum Beispiel da oben jetzt... So war das ganz und gar nicht geplant. Noch hast du die Wahl, Romeoka. Gib jetzt auf und bewahre dir das klägliche Häuflein Ehre, das dir geblieben ist. Niemals, sie gehörte mir. Ich habe ihren Müll doch nicht jahrelang durchwühlt, um jetzt aufzugeben. Ja. Ein sehr, sehr interessanter Zeitgenosse, wie man merkt. Was wir machen können, ist zum Beispiel hier oben, das zu retten, zwei Leute beschwören, die den Heiler klären. Ich glaube, das könnte sogar hinhauen. Die Frage ist nur, ob wir das wollen, weil wir haben hier gerade so einen dicken, fetten, krassen, coolen Fight in der Mitte. Auf jeden Fall holt sich unser Chef jetzt mal kurz da unten diesen Schädel. Und dadurch, dass er das tut, haben wir jetzt nochmal zwei Aktionen und er wird zum Dämon, zum Lord der Finsternis. Wir können auch einen Schädel essen, aber es spielt keine Rolle. Wir hauen mal diesen kleinen Knirps hier tot. Damit steht unser Chef wesentlich besser da als deren Chef. Das zählt. Unser Heiler könnte sich den Trank reinholen. Machen wir aber nicht, denn unser Heiler wird den Nahkämpfer da killen. Und dann sich ganz, ganz schnell verpissen. Und zwar hier unten hin. Da kann er natürlich warten, um sich zu heilen. Obwohl, ich glaube, das geht nur so lange noch Reis auf den Feldern. Ich weiß es nicht. Dann schicken wir ihn mal hier hinten hin. Da kommt der Heiler auf den, der Chef auf nicht mehr ran. So, wir haben jetzt hier unten die Möglichkeit auch zu beschwören. Wir haben noch drei Aktionen. Warte mal, hier hat er noch eine Einheit. Dann schicken wir mal unsere beiden Krieger gegen seinen, damit er den verliert. Und, obwohl wir könnten... ist gerade die Frage. Ich glaube, wir versuchen lieber, das hier oben zu retten, weil er hat verloren, wie man sieht. Es ist durch, es ist safe. Aber ich will noch möglichst viele Gegner killen für Erfahrung und so. Ich weiß nicht, ob es da noch spannend bleibt für euch. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr es lieber so wollt. Warte mal kurz gucken. Wir hatten 6er Damage. Dann holen wir doch mal zwei Bogenschützen und hoffen, dass die den killen können. Achso, warte mal. Ah, wir haben die ja nur beschworen. Die können noch nichts machen, ne? Das weit habe ich noch nicht gedacht, ich Idiot. Der macht vorhin auch nur 3 Schaden. Okay, geil. Haben wir jetzt oben Bogenschützen stehen. Super, jetzt haben wir noch eine Aktion und wir haben alles versammelt. Egal, das war natürlich alles Absicht. Wenn der geheilt wäre, könnte man mit ihm auch was Intelligentes tun. Aber dann geht er mal hier hin und holt sich den Schädel. Dann heilt er sich ein bisschen und kriegt ins Gesamtbild auch mal so ein bisschen Leben dazu. Dann kann er sich schon mal nicht ins Laub, weil dann wird er in die Dornen geschubst, sobald da auch was passiert. Wir schicken ihn schon mal so ein bisschen mit nach rechts, damit er in der nächsten Runde mit auf den Reiter, der gehen kann. Gegner! Dann hat er irgendwie dann Schreien, um Leute zu erwecken. Das ist das einzige Problem. Okay, unser Heiler ist weg, aber wir haben erstens noch einen zweiten. Und zweitens ist uns das einfach scheißegal, weil ehrlich gesagt benutzen wir den so gut wie gar nicht. Und insofern... Ah, wow, er hat jetzt 2 Schädel gegessen, aber Runde 10. Ich überlege gerade, ob ihm das noch was bringen wird. Die Frage ist, was machen wir? Genau, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr lieber wollt, dass ich möglichst schnell die Runde zu Ende bringe und den Chef kille, was eigentlich taktisch gesehen klug ist. Weil ich könnte jetzt alles, was ich habe, einfach auf den Chef hetzen, dann wäre die Runde, glaube ich, vorbei. Also der Fight. Oder ob ich möglichst viele Einheiten killen soll, um so zum einen die Runden länger zu machen und zum anderen vielleicht immer diese Erfolge noch möglichst zu ergattern. Ich tippe mal auf Letzteres, aber schreibt einfach mal in die Kommentare rein. Wir haben jetzt 5 Aktionen und ich glaube, wir schicken erstmal unseren Reiter hier auf den. Dadurch, dass er da steht, kriegt er halt durch die Stacheln nochmal zusätzlichen Damage. Das habe ich gewusst, bevor ich das getan habe. Weil ich klug bin und plane und alles berücksichtige, wie immer. Und der ist weg damit. Du Kacknoob! Du scheiß Vollidiot! Wenn du nicht bereits tot wärst, würde ich dich ins Reich der Toten schicken! Wie kann man den Schlag verfehlen? Bei einer Wahrscheinlichkeit von 80%! 4 von 5 Schlägen treffen und du hast einen Schlag! Okay. Regen wir uns mal nicht drüber auf. Gibt Schlimmeres. Eigentlich nicht, aber ist egal. Okay, wir schicken mal hier unten... So, oh Gott, der muss dringend geheilt werden. Wir heilen mal mit ihm unseren Bogenschützen. Das genau, ihn würde ich gerne heilen. Jetzt haben wir noch 2 Aktionen. Ich würde vorschlagen, wenn ich nicht schwach, dann stelle ich mal hier ins Laub. Wir ziehen den Reiter hier hoch. Wie gesagt, wir ziehen es so ein bisschen in die Länge, aber ist dann halt einfach so. Und von hier aus können wir vielleicht zumindest ein bisschen Schaden auf den mal machen. Boah, 5 Damage, Alter. Wie nice. So, Gegner. Wir holen uns mal da oben die 2 Schreine. Das ist so das Ziel. Und halt, ihn machen wir bei Gelegenheit auch noch tot da unten. Das ist jetzt der nächste Runde. Der wird sterben und da oben holen wir jetzt eine Möglichkeit die 2 Schreine. Damit wir, damit er nicht mehr beschwören kann und nur noch sein Chef da steht und dann, wenn das alles erledigt ist. Oh, jetzt hat er unseren Typen ja gekillt. Das ist ja gar nicht nett. Ich habe es mir gerade anders überlegt. Ich glaube, ich kill den Boss doch jetzt einfach schon, weil er geht mir gerade auf den Sack. Da versucht er gerade. Runde 11.
Wir sind bei 25 Minuten, ich habe mich gerade umentschieden. Entschuldigt, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es doof findet und anders haben wollt. Aber was haben wir denn jetzt? Wir haben drei Reiter und unseren Haupttypen, das wird reichen. Das wird reichen, geh mal darauf. Das wird auf jeden Fall reichen, habe ich gerade entschieden. Möglicherweise gehen ein paar von den Reitern bei der Aktion drauf. Aber das ist egal, denn das Einzige, was zählt, ist der Ruhm. Haut ihn in die Stacheln, glaube ich, so ein bisschen. Nee, leider nicht ganz. Dann kriegst du ihn noch in die Stacheln gehauen. Ja, hast du sehr gut. Oh Gott. Ist ein bisschen gekommen. Drei Schaden bekommen. Jetzt kommt noch unser Chef ins Spiel. Der wird ihn jetzt killen. Der hat drei Aktionen. Und den Bonus-Damage mit plus 1, da der bei diesen Stacheln steht. Boom. Das war's mit Romeoka. Auf! Ich hab vergessen, wie ich dich spreche. Es tut mir leid. Auf zum Tor der Monsunsteppe. Ha, ha. Sakura wird ganz schön beeindruckt von mir. Ich meine, vorwärts. Ruhm und Ehre warten. Winner! So, wir gucken gleich mal, was wir so alles bekommen haben. Wir haben ein Abzeichen, wir haben zwei Abzeichen verdient und 44 EP. Man kriegt tatsächlich, wenn man pro Tag ein Spiel macht, zusätzlich 10 EP. Das finde ich ganz witzig für eine Idee. Also ihr merkt daran, das ist heute meine erste Aufnahme. Sieger besorgt verdoppelte EP, Generalabschüsse ist klar und halt irgendwie so ein bisschen Dämonen erhöht EP, besiegt der Dämon. Also lief eigentlich ganz gut und dann gucken wir uns mal an, was wir für Abzeichen verdient haben. Tanuki-Mönch, gewöhnlich. Trommelwirbel. Burg! Gewöhnlich. Und wir haben wieder was eingefunden. Die Schlacht mit mindestens zwei überlebenden Dämonen gewonnen. Hätten wir mehr Schädel essen müssen. Die Schlacht mit mindestens vier überlebenden Gegnern gewonnen. Ah, das ist ja toll. In diesem Fall ging es tatsächlich mal darum, ich finde schade, dass man den nicht im Feuer sieht, diese Herausforderung, möglichst schnell den Boss zu killen. Oder halt zu warten, bis er noch vier weitere besiegt hat. Aber auf jeden Fall mindestens drei Gegner in Dornen gestoßen. Ah, da haben wir uns fleißig dran bemächtigt, weil das ist eine coole Aktion. Wir haben dadurch irgendwie locker allein auf dem Boss fünf Schaden mehr gemacht oder so. Jo, das war's mit der Folge. Wie ihr seht, haben wir diesen Kampf erfolgreich bestritten. Natürlich wieder mal nicht, kann ich mir irgendwie, warte mal, Details? Ah, ich kann mir doch vorher die Details angucken. Okay, aber eigentlich ist es mir egal, weil ich will so spielen, wie ich will. Und ich will mich nicht nach diesen Dingern richten. Ich mag das auch bei Assassin's Creed immer nicht, dass du da halt diese Bonus-Dinger hast, um Missionen anders zu lösen. Teilweise finde ich es ganz interessant, auch wenn man die Mission nochmal spielt, dann vielleicht das ein bisschen anders spielen zu müssen. Aber eigentlich will ich das so spielen, wie ich will. Und dann habe ich halt auch manchmal Lust, irgendwie einfach so mich durchzumetzeln oder so. Je nachdem, wie ich gerade Bock drauf habe und Lust habe und so. Egal, wir haben jetzt schon eine Spielzeit von über einer Stunde, wie man da links sieht. Und ich hoffe, liebe Freunde, dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid bei Let's Play Skies of the Shogun in den gramvollen Gärten. Bis dahin, haut rein.